Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Forza 5 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie bei Games4U und wir haben den Lotus-Karte von A auf S-Klasse getuned und werden in der S-Klasse... Es geht zurück nach Prag, eine Stadt, die bekannt für ihre wunderschöne und eindrucksvolle Architektur ist. Danke, dass du mir ins Wort gefallen bist. Also wir werden hier in dieser S-Klassen-Competition antreten mit dem Lotus. Bin schon sehr gespannt. Was mir nicht ganz gefällt, ist, dass dadurch, dass wir das Auto getuned haben, ist es 5 Kilogramm schwerer geworden. Wiegt jetzt 750 statt 745 Kilo. Naja, was soll's. Solange es unter einer Tonne bleibt, bin ich noch zufrieden. Na, mal los hier in Prag. La 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 la. Rennen starten. Wenigstens auch ein richtiges Rennen und ein offenes Auto. Das wird wieder ganz toll für die Cockpit-Perspektive. Lotus, meine Lieblingsmarke. Oha, und der zieht schon mal an hier. Also da ist viel dahinter, was Beschleunigung angeht. Upsala, das tut mir nicht leid. Los jetzt hier, Stöffchen. Bisschen runter und gleich wieder raus beschleunigen. Wir kommen dem ganz schön nah, egal, Pech gehabt. Okay, er hat es aber geschafft. Seinen 8. Platz verteidigt. Jetzt wäre bei den Schleudern geraten. Sind ja lauter Supersportler hier. Frech das Ganze. 3 Rennrunden sehe ich gerade. Sind wir dir beinahe auf den Arsch gefahren. Oder noch schlimmer auf den Arsch gefahren, sagen wir es mal so. Mit Platz 8. Da vorne ist auch schon... Oh, du Schwein! Muss mich erstmal an das Auto gewöhnen. Okay, hallo Streckenposten. Komm, komm, komm. Fortsetzen. Genau, fahren wir lieber nach außen. Böses Auto, sage ich dazu nur. Das ist halt das Problem, wenn du die ganze Zeit vorher nur Straßenrennwagen, wenn überhaupt, gefahren bist. Und jetzt hast du hier so eine wirkliche Kraftmaschine unterm Arsch. Da musst du dich auch erstmal drauf einstellen. Kriegen wir den außen? Ja, sehr schön. Aber ihr hört es auch schon. Die ganze Zeit sind die Reifen am Arbeiten. Heftig. Ich glaube, langsam kriege ich es ein bisschen raus hier. Ah, du Arsch, warum hast du denn so ein breites Heck? Das gibt's ja wohl nicht. Der lässt einen nicht vorbei. Er muss noch nicht mal Kampflinie fahren, der macht mit dem Auto einfach die halbe Strecke breit. Komm, 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 komm. Gib dein bestes Auto. Sehr gut. Bremsen, vielleicht können wir innen, können wir sehr schön, weil wir jetzt bessere Kurvenverhalten haben. Gut, jetzt ist nur noch der erste vor uns. Den sollten wir auch noch kassieren können. Okay, passt. Weiter, weiter, weiter. Mann, ich sehe ihn und ich hasse es, dass ich ihn nur sehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da wirklich rankommen im Moment. Kurz mal gebremst. Deswegen ist er uns hier so vorne eingezogen. Boah, warum kommt sein Arsch auf einmal so ganz nah an uns ran? Hätten wir da jetzt nicht gebremst, hätten wir Pech gehabt. Meine Fresse, ey, was ein Sackgesicht. Ist auch schön hinter uns noch. Darf aber nicht so viel in die Spiegel gucken, sonst
konzentriere ich mich nicht auf die Strecke. Also mir kommt es ein bisschen vor, als, keine Ahnung, als wäre ich hier ein bisschen mit einem Wackelpudding unterwegs. Also er ist so aggressiv, bricht auch gerne mal ein bisschen aus, finde ich. Man hat so ständig das Gefühl, dass man Richtung Limit unterwegs ist. Man wird aus den Kurven richtig rausgetragen. Also dieser Lotus fährt giftig. Das auf jeden Fall. Wir haben noch eine ganze Rennrunde vor uns. Ah, diese Lichteffekte. Komm. Ist halt die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Muss man in einem Videospiel geblendet werden? Ja, nein. Vielleicht, ich denke, bei aller Realismusliebe, ich brauch's nicht unbedingt. Scheiße, jetzt sind wir da auf irgendein Asphaltscheiß, also in ne, eher Kopfsteinpflaster-Krams gekommen. Hat er schön rausgezogen eben gerade und hat gesagt, hier, ich fahre jetzt lieber doch nicht mehr so gescheit. Guck mal, wie du mich unter Kontrolle behältst. Böses Auto, böses Auto. Da werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß haben in dieser Rennserie. Ein Kopfsteinpflaster mag er überhaupt nicht. Wen wundert's? Ich auch nicht. Sieht schön aus. Fährt und läuft sich aber schlecht. Und das Hauptproblem an der Sache ist, irgendwie juckt mein Auge gerade. Und ich kann nicht wirklich und so und überhaupt. Und das macht mich gerade wahnsinnig. Muss ich die Konzentration aufrechterhalten? Leute. Man fährt hier die ganze Zeit fast mit 200 durch die Gegend, wo du teilweise mit 150 vorher Probleme hattest. Gibt's ja gar nicht. Was eine Maschine, ey. Aber auf jeden Fall macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Diesen kleinen Lotus-Kraftprotz. Mal gucken, eigentlich müssten wir ja von unseren Exige-Ausflügen noch ganz schön was an Affinität mit Lotus haben. Das heißt, wir dürfen hier gar nicht von den Payouts so weit zurückfallen. Ein bisschen Zeit haben wir verloren in der Zwischenzeit. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen dem Kopfsteinpflaster-Ausflug. Komm, gib Stöpsche. Hier können wir natürlich wieder super gut wegziehen, unserer gottgleichen Beschleunigung. Nee, warum soll ich denn zurückspulen? Macht doch gar keinen Sinn. Aber danke für das Angebot. Jetzt will ich mehr als erster Platz. So, jetzt schön raus hier. Gute Kurve. Und da ist das Ziel auch unser. Dann mal gucken, wie da die Payouts laufen. Oha, der sieht ganz schön kaputt aus auf jeden Fall. Armes Auto. Haben wir gut mitgenommen. Das war der Ausflug in die Bande wahrscheinlich. Gold. Genau, da Affinitätsbonus 12% immerhin. 8000 Geld bekommen, das ist gut, 8000 Credits. Da haben wir die Kaufkosten auch schon fast wieder drin, 35.000 oder bald wieder drin. Affinitätsstufe bekommen wir bald auch wieder eine höhere. Würde sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.